Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge vom Farm Manager. In der letzten Folge haben wir angefangen mit Honig. Mal gucken, was da nachher bei rauskommt. Das wird gerade noch angesät. Gibt es hier leckeren Rapshonig? Schauen wir uns mal an, was wir da so bei rausschlagen können. Hier ist wieder was zum Ernten. Gibt wieder Erdbeeren. So. Los geht's. Oh. Ich habe zu wenig Leute. Naja, egal. Die Erdbeeren werden weniger. Das ist doof. So. Das haben wir. Hier, ach so, da ist noch ein Gang. Ja, genau, ich erinnere mich. Ist schon ein paar Tage her. So, mit dem Mais müssen wir mal schauen, was wir damit nachher anstellen. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Mist haben wir auch noch genug, sehr schön. Geld für neue Gewächshäuser haben wir im Moment nicht. Himbeeren wachsen, Kartoffeln wachsen, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Kohle. Nein. Feuchtigkeit, Feuchtigkeit. Alles gut. Insekten. Müssten wir doch eigentlich mit dem Traktor machen können. Mittel gegen Insekten. Ja. Geht. Sehr schön. So, was machen die Tiere? Die sind voll. Dann verkaufen wir wieder zwei. Und hier auch bitte. So, dann kriegen wir wieder Nachwuchs und wieder Geld. Es regnet schon wieder. Oh je, oh je. Hier hinten können wir noch ein Feld anlegen. Für... ja, ich mache jetzt einfach mal ein Feld hin, dann gucken wir gleich mal, was wir darauf sehen können. So. Können wir gleich mal mit dem Traktor anfangen hier. So. Honig gibt es, glaube ich, noch nicht. Doch, Blütenhonig gibt es. Aber noch recht wenig. Ne? Aber macht nichts. Das gibt immerhin ein bisschen Geld, glaube ich. Kann man das sehen? Wo haben sie das eingelagert? Da haben sie Honig. Oh ja. Autohandel. Den machen wir mal an dafür. Für Blütenhonig unendlich. Den können wir schön verkaufen. Züchte 7 Schweine, das schaffen wir nicht mehr. Das lehne ich mir gleich ab. So, das Feld ist gepflügt. Feuchtigkeit geht schon hoch durch den Regen. Kultivieren mit Maschine. Sind immer noch am Gras ernten hier. Wo ist der Traktor? Also, er läuft noch. Das sieht alles gut aus. Ich denke mal, hier können wir noch mal ein paar Bäume hinsetzen. Gleich noch einmal düngen. Und dann können wir schon mal gucken, was wir darauf setzen.
So. Ich glaube, im Winter werden wir die mal umpflügen. Wobei, ja, lassen wir noch einmal wachsen, danach pflügen wir. Dass da wieder ein bisschen mehr Ertrag bei rumkommt. Gucken wir mal kurz. Auswählen. Setzlinge. Tomaten, nein. Haben wir nicht Kirschen? Kirschbaum. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Doch, Kirschen haben wir und Äpfel haben wir. Was gibt's denn noch? Muss da noch mehr geben. Kirschen, Gurken, Birnen. Birnen machen wir. Kaufen wir einmal. Dann können wir hier einmal schon mal düngen. Mit Mist bitte. Automatisch. Nee, gar nicht. Hier so, mit Maschine. Bis dahin dürften die hier fertig sein und können dann schön ansehen. Sehr gut. Rapshonig gibt es immer noch nicht. Doch, der erste Rapshonig ist da. Haben wir den auch schon im Lager? Da. Was bringt der? Das ist ja wieder interessant. Hallo? Da. Bringt auch ein bisschen was. Unendlich. Da, oh, es gibt Kohle, es gibt Kohle. So, wie ist das hier? Fertig? Jetzt kann ich ansehen. Auswählen. Die Birnenbäume und los geht's. Das muss noch per Hand gemacht werden, da haben wir keine Maschine für. Aber das macht nichts, das geht ja schnell. So, Honig, Honig, Honig. Sehr schön. Wie sieht das hier aus? Ganz viel Kuhmilch. So, dann haben wir das nächste Feld fertig und unsere Fläche ist voll. Naja, bis auf so kleine Ecken hier noch. Aber dann gilt es quasi jetzt Geld verdienen. Damit wir unser Hauptgebäude ausbauen können und uns dann erweitern können. Das ist jetzt der nächste Schritt. So, 45 Tage, 46 Tage, 60 Tage, oh, 30 Tage. Wir können bald Kirschen ernten. Kohl können wir gleich ernten. Das braucht alles noch ein bisschen. Ja, Kohl können wir ernten gleich. Das ist schon mal gut. Schaffen wir das noch mal was anzusehen da drauf? Könnte knapp werden. So, die brauchen... Ja, da werden wir dieses Jahr nichts mehr kriegen von. Aber das macht nichts. Was macht der Raps? Der braucht noch ein bisschen. Ja, der Weizen wird langsam... Gras ist auch bald wieder dran. Und die sind bestimmt auch gleich dran. Ja. Mit dem Kohl zusammen. Oh je. Da gibt es viel zu tun. Aber viel zu tun ist gut. Aber der Honig, das gibt bestimmt noch ordentlich Geld. Ich habe das so im Gefühl. Ich meine, wir könnten jetzt einen Kredit aufnehmen, aber das wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Kredite sind immer unschön. Lieber alles ansparen und dann direkt bezahlen können, anstatt das Geld von der Bank zu holen. So, Maschinen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also im Moment nicht. Und Kraut. Oh.
Wo haben wir Unkraut? Da. Spritzen, Mittel gegen Unkraut und mit Maschine. Weg mit dem Unkraut. Ja, wir kriegen wieder mächtig Käse. So langsam läuft's doch. Aber wir haben schon wieder Geld verloren. Wofür? Ich denke mal für Arbeiter oder sowas. Gut, was haben wir denn noch, was wir so Schönes bauen könnten? Tiere, Kaninchengehege, brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Imkerhaus haben wir, Hühnerstall haben wir. Ziegen, Schweine, brauchen wir wirklich Schweine? Wie groß ist das? Oh, nicht groß. Ich glaube, das Ding pflanze ich hier mal neben. Zumindest ein Versuch wert. So. Mal gucken, was die uns bringen. Wahrscheinlich auch nur wieder Fleisch, beziehungsweise Tiere, die wir verkaufen können. So, der Kohl dürfte gleich fertig sein. 3 Tage noch. Und ist gewittert. Macht hier die Feuchtigkeit, das läuft noch. Die waren ja immer ein bisschen niedrig. Die haben ordentlich Feuchtigkeit gefressen, die Geschichten hier. Die wahrscheinlich auch. Na, nö, das geht. So, Schweinestall. Da brauchen wir wieder einen Mitarbeiter für. Einen Festangestellten, der mit Tieren um kann. Ist das Tiere? Fähigkeit, Tiere zu pflegen. Anstellen, fertig. Betreuer auswählen. Da. Nahrung. Weizen, Birnen, Mais. Okay, da können wir ein bisschen was von unserem jetzigen Essen nehmen. Und jetzt kaufen wir mal 2 Tiere. Und dann schauen wir mal, was die uns bringen. Ich denke mal Gülle. Oder? Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Gleich kommen sie hier an, geflitzt. Die Schweine. Da sind sie. Da sind unsere Schweine. Mal gucken, was die bringen. Ich denke mal, die müssten Gülle bringen. Oder auch Mist. Ja, mal überlegen. Ja, mal überlegen, ja genau. Mal schauen. Ja. Es gibt wieder was zu ernten. Das machen wir aber gleich erst. Ich will jetzt wissen, was man hier kriegt. Das will ich wissen. Schade, dass das auch nirgendwo beisteht, was die produzieren, beziehungsweise was wir da rausbekommen. Wäre immer ganz interessant. So, hier ist wieder alles zum Ernten. Das ist gut. Hallo, kann ich mal bitte jetzt wissen, was da rauskommt? Das wäre super. 1000 Weizen im Lager. Ja, 100. Ja, 1000. Genau, der hat eine Tonne geschleppt. Erlaubte Nahrung, ja. Äpfel, Birnen, Kohl, Kartoffeln, Mais, die fressen ja alles. So, ich werde aber mal sagen, wir geben den erstmal nur den Mais. Lupine bauen wir nächstes Jahr mal mit an. So. Oh. Die kriegen gar nicht genug davon. So. Nee. Ja, gut, okay.
Pilze auf dem Feld. Da haben wir doch alles schon. Da ist wirklich alles drauf. Und Chemie, Pilze. Auf geht's. Ja, Gülle und Mist. Das heißt, wir brauchen noch ein Gülle-Lager. Hier kann Mist eingelagert werden, Getreide, Heustroh. Wo lagern wir denn Gülle? Ich habe nichts für Gülle. Das ist ja doof. Wo wird denn Gülle eingelagert? Stimmt hiermit. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ernten wir. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.